Vortrag auf diesem Kongress. Es wird über den Fall von der Zivilisation in Frankreich, ein sehr traurig, dramatisches Jahr für Frankreich. Letztes Jahr, am Anfang des Jahres 2015, eine Attacke auf Charlie Hebdo, bis zu den neuesten Attacken in Paris dieses November. Das ist sehr tragisch, aber das ist auch eine sehr große Erweiterung der legale Framework der Überwachung, und die Geheimdienste werden dadurch sehr gestärkt. Dieser Vortrag wird diese Themen ansprechen, und es sind auch die Bemühungen der französischen NGOs, dagegen ein Gewicht zu legen. Willkommen zu unserem nächsten Sprecher, Tatsiden, der Mitglied einer Föderation von nicht kommerziellen Internetanbietern, und Adrienne Charmé, die Kampagnenkoordinatorin at La Quadrature du Net. Applaus bitte. Hello everyone. Hallo zusammen. Nun, ich muss euch warnen, ich muss einen kleinen Disclaimer machen. Dieser Vortrag wird sehr deprimierend sein, also bleibt ruhig, umarmt euren Nachbarn, alles wird gut. Lasst uns los. Wir wollten diesen Vortrag geben, weil viele Sachen sind passiert in Frankreich letztes Jahr. Wir wollten mit euch teilen, euch ein bisschen Insight geben. Lasst uns starten. 2015, kurz gefasst. Ja, also 2015 war ein sehr, sehr dunkles, sehr trauriges Jahr. Es gab Terrorattacken, es begann mit den Charlie Hebdo-Attacken im Januar. Danach gab es ein Gesetz zur Spionage. Da gab es ein Überwachungsgesetz im September. Dann gab es nach den Pariser Attacken den Notzustand, der ausgerufen wurde. Ja, also das ist nicht nur 2015. Es hat angefangen schon eine Weile her. Seit 2013 gab es verschiedene Maßnahmen und Gesetze, die implementiert wurden, zum Beispiel Militärplanung-Gesetz. Das waren der erste Reaktionen zu den Snowden-Revelationen in Frankreich. Diese allgemeine Gesetz über militärische Planung hatte eine Maßnahme, um administrative Zugang für die Polizei, für den Netzwerk, für Metadata von den Internetanbietern. Und dieses Gesetz wurde implementiert, um den Rest von Frankreich gegen Wirtschaftsspionage zu schützen. Und das war der Beginn des Problems. Und danach, 2014, hatten wir ein neues Gesetz zum Terrorismus. Das wurde in einem besonders schnellen Notfallprozess durchgebracht. Das ist eine neue Art von Demokratie, wenn es um Terrorismus geht in Frankreich. Und es ging darum, Leute daran zu hindern, Terroristen zu werden. Eine der Provisionen sollte der Polizei erlauben, bestimmte Webseiten zu blocken, die Terrorismus glorifizieren. Also merkwürdige Formulierung. Und die Polizei kann auch Internetanbieter direkt bitten, den Zugang zu bestimmten Webseiten für bestimmte IP-Adressen zu blocken. Natürlich gibt es da keinerlei Kontrollmechanismen. Die Liste von geblockten Webseiten ist weiterhin ein Geheimnis und es gibt keinerlei Informationen für die Bürger. Und das ist nicht alles. Dieses Gesetz, Apologie oder Verherrlichung des Terrorismus, wurde einfach entfernt von der Pressefreiheitsgesetz. Das war in der Strafgesetzbuch. Die Wirkung ist, dass Verherrlichung des Terrorismus ist jetzt ein Terrorismusakt, ja, und das wird durch dieselbe Gesetz abgewickelt. Falls diese Verherrlichung stattfindet im Internet, dann ist es ein erschwerender Zustand. And after nach den Attacken im Januar, die Verherrlichung von Terrorismus, viele Leute, die das getan haben, waren tatsächlich besonders jung oder betrunken. Also das ist auch, das zeigt ein bisschen das Problem auf, das man hat, wenn man diese Verherrlichung definieren möchte. Und das war 2014. Und dann 2015 kam und dieses Geheimdienstgesetz wurde 2 Jahre lang vorbereitet. Und im Januar
die Angriffe, hat einfach ein Fenster geöffnet für die Regierung, um dieses Gesetz voranzutreiben. Und während der 2 Monate nach den Charlie Hebdo-Attacken im März gab es eine sehr intensive Debatte in Frankreich, in der es darum ging, ob man ein Äquivalenz zum Patriot Act aus den USA brauchen würde. Und es wurde immer über das Internet geredet als ein Grund für Radikalisierung und Terrorismus. Auch Verschlüsselung wurde zum Ziel der Regierung, genau wie in Großbritannien, obwohl es keinerlei Beweise gab, dass Verschlüsselung von den Terroristen benutzt wurde. Und sogar Luz, ein Cartoonist von Charlie Hebdo, war nicht naiv und er hat diese Cartoon darüber gemacht, über die Situation, die er gut erkannt hat. Es spricht von allein. Was waren die Argumente fürs Gesetz? Also wir stellen da die Argumente der Regierung wir stellen das mit der Realität gegenüber. Also der erste Punkt, das soll einen rechtlichen Rahmen schaffen für die Sicherheitskräfte. Aber in der Realität hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dieses Gesetz schon kritisiert. Ein anderes Argument der Regierung war, wir müssen das einzige Gesetz ersetzen, die von 91 war. Das war nur eine Frage von dieser Überwachung aufbreiten auf Internet. Das dritte Argument war, dass die Regierung Praktiken, die es schon gab, legalisieren wollte. Also die sich in einer gewissen Grauzone befanden. Also das sind Praktiken außerhalb des Gesetzes, also nicht schwarz, nicht weiß, sondern einfach in dieser Grauzone. Und in vielen Fällen waren das tatsächlich einfach illegale Aktivitäten, die schon seit Jahren von der Polizei benutzt werden. Ein anderes Argument war, naja, dieses Gesetz bringt eine independente Kontrolle an die Geheimdienstaktivität. Aber im Gegenteil, dieses Gesetz ist einfach total unter der Fittichen der Premierminister. Also es gibt eine Kommission, aber die kann nur Ratschläge geben und keine Entscheidung fällen. Ein dieser Argumente ist, naja, es gibt die Bürger eine Möglichkeit, diese Entscheidungen anzufechten. Aber eigentlich... Also ja, eigentlich kann immer wieder gesagt werden, dass es geheim gehalten werden muss aus Sicherheitsgründen. Und es wird nicht von irgendwelchen Gerichten entschieden. Also es ist nicht wirklich... Also man kann das nicht wirklich anfechten. Die Argumente, die wir gehört haben während dem Debatt. Was ist der Umfang von diesem Gesetz? Offensichtlich der Umfang wurde so verkauft in den Medien als etwas gegen Terrorismus und Terroristen. Aber in Wahrheit gibt es ganz viele Kategorien von Menschen und Aktionen, die betroffen sind. Zum Beispiel kollektive Gewalt, der öffentliche Frieden gefährdet. Das ist etwas sehr breit gefächert, sehr breit aufgefasst und sehr unklar. Es gibt auch... Und es geht auch um wissenschaftliche Interessen von Frankreich und internationale Verpflichtungen. Und im Wesentlichen alles, was jeder und alles ist davon betroffen. Also zum Beispiel auch Demonstranten gegen Atomkraft. Und es gibt Leute, die auch in viele von diesen Kategorien passen. Und dieses Gesetz legalisiert offensive und defensive Spionage. Und wir haben nicht wirklich die Zeit, das alles anzusprechen. Es gibt auch für gezielte Überwachung im Gesetz. Aber lass uns ein paar konkrete Maßnahmen sehen. Also offensichtlich gezielte Überwachung, Keyloggers, Geolokalisation, Mikrofonkamera, IMSI-Catcher. Und eine Sache, die kristallisiert die Debatte, waren Blackboxen in den Netzwerken von Internetanbietern. Damit diese Blackboxen können detektieren, welche Signale und welche Algorithmen, also algorithmisch detektieren, welche Signale. Also Sie haben es in das Gesetz geschrieben in Frankreich. Also das steht wirklich im Gesetz. Sie haben es ins Gesetz festgegossen. Also natürlich sind wir gegen das Gesetz. Wir sind nicht so froh drüber. Und wir haben eine Kampagne gegen das Überwachungsgesetz sofort begonnen und wir haben eine große Koalition verschiedener Gruppen koordiniert. Unser Slogan war, jeder kann überwacht werden. Und wir haben das auf einer Community-Website hochgeladen und die sieht man hier.
und die heißt sous-surveillance.fr. Das bedeutet unter Überwachung oder überwacht werden. Ja, die Mobilisation war sehr breit. Es kam sehr, sehr schnell. Nicht nur Aktivisten, aber NGO, Rechtler, Ökonomen. Und wir haben das begonnen, wir haben das mit einer Pressekonferenz im Büro von La Quadrature du Net begonnen. Und das ging nicht los mit einer Zeitung. Aber wir waren sehr überrascht, dass wir im Zentrum dieser Koalition standen. Aber wir haben vermutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als die ganzen anderen NGOs, weil wir wissen, wie man Leute mobilisiert und wie man diese Kampagnen organisiert. Und das hat uns sehr viel Erfahrung gegeben, wie wir auch im Internet organisieren können. Ja, und die Opposition ist gewachsen während dieser Debatte. Am Anfang sehr wenig Abgeordnete waren gegen dieses Gesetz. Etwas, was einfach so durchgehen sollte. Aber es gab eine sehr große Bürgermobilisation. Es gab eine Organisation, das wurde organisiert durch La Quadrature du Net. Also wir haben zum Beispiel das P-Phone benutzt, also die Website, um es Leuten zu erleichtern, Parlamentsmitglieder anzurufen, also sie ihre Telefonnummern anzurufen. Und wir hatten nur 5 Wochen, um Parlamentsabgeordnete davon zu überzeugen. Also wir waren sehr unhöflich. Und als es dann darüber abgestimmt wurde, haben 20% der Mitglieder im Parlament dagegen abgestimmt. Also das war für uns ein kleiner Sieg. Und 3 Wochen danach hatten wir genau den gleichen Fortschritt im Senat. Also vorher war niemand gegen das Gesetz. Und am Ende hatten wir 20% der Senatoren, die auch gegen das Gesetz gestimmt haben. Und während der gesamten Kampagne haben wir mögliche Änderungen bereitgestellt. Wir haben immer wieder erklärt, wie das Gesetz funktioniert. Wir haben es den Medien erklärt, den Politikern, um das Verständnis des Gesetzes zu ändern. Und es hat geklappt. Ja, es hat geklappt. Also trotz des schlechten Ergebnisses sind wir sehr stolz, dass wir die Regierung gezwungen haben, sich immer wieder zu rechtfertigen, warum sie unseren Freiheit beschneiden. Und am Anfang wurde es ein Intelligence Law genannt und am Ende wurde es von allen Medien auch das Überwachungsgesetz genannt. Also es war ein sehr wichtiger Wandel im Narrativ. Ja, und das ist es nicht alles. Wir haben uns entschieden, der legale Kampf weiterzuführen. Es gab eine kleine Gruppe von Leuten, die haben sich entschieden, ein Amicus Curiae, eine unabhängige Expertenposition, die man zur Gesetzgebung beitragen kann. 122 Seiten wurde geschrieben. Und wir vergleichen es auch mit den Verpflichtungen auf europäischer Ebene und der Meinung des Europäischen Menschengerichtshofs. Und um das zu unterstützen, wurden wir auch von 60 Mitgliedern des Parlaments unterstützt und haben. Und das sind auch Sachen, über die ihr auf unserer Webseite lesen könnt. Und das wurde geschrieben nicht nur von Anwälten, aber auch ein Team von Anwälten und Aktivisten. Wir haben es online gesetzt, sodass Leute es reviewen konnten. Einfach jeder könnte das reviewen und uns Feedback und Kommentare geben. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir hatten 500 Veränderungen in 24 Stunden. Das war die erste Überraschung, so viele Kommentare zu haben. Aber das beweist, dass Hackers und Anwälte zusammenarbeiten können und etwas Gutes hinkriegen. Und im Juli hat das französische Verfassungskonzil gesagt, dass das Gesetz okay ist, außer der gesamten Provision, in der es um intentionale Überwachung geht. Also sie sagen nicht, dass intentionale Überwachung verboten ist, sondern sie sagen nur zu dem Parlament, dass es für diesen Teil des Gesetzes explizit stimmen muss. Und dass es nicht in der Zukunft einfach internationale Überwachung einfach heimlich erlauben kann. Der Gesetz wurde richtig durch das Parlament gewählt. Es war ein Albtraum. La Quadrature du Net war allein. Ja, die meisten NGOs in Frankreich, nur 2 von uns haben sich darum gekümmert. Wir hatten nur 2 Wochen für die Kampagne. Nur 5 Wochen für die Kampagne. Wir waren alleine. Also das Gesetz hat Überwachung legalisiert von sämtlichem Internet-Traffic, der Frankreich verlässt und nach Frankreich reinkommt. Und das ist Massenüberwachung. Totale Überwachung.
Und es steht auch im Gesetz, es ist nicht getargetet, also es geht nicht um spezielle Ziele. Es ist nicht zielgerichtet. Und das Gesetz sagt ganz klar, dass es eine Autorisierung für die Spionage gibt, für das gesamte Land. Es geht um, es steht auch nicht da, ob es um Firmen geht oder um eine geografische Zone. Also es ist keinerlei Kontrolle und es wurde innerhalb von 3 Wochen abgestimmt. Es gab keine wirkliche, es gab keine wirkliche Debatte. Also alles, was aus und in Frankreich geht, diese ganze Kabel werden abgezapft. Es ist ziemlich erschreckend. Also jetzt im Moment, dieser Kampf ist verloren, Ende Oktober. Jetzt, es ist ungefähr zu Ende. Also ja, es war eine sehr schwierige Zeit und wir würden unsere positive Agenda gerne weiter durchsetzen und unsere positive Kampagne für Rechte und Freiheit im Internet und Schutz im Internet und von Copyright-Reform weiter durchsetzen. Das sind sehr positive Dinge. Und dann die Attacken im November. Und sofort danach die Attacken, die haben stattgefunden am Freitagabend um 10 Uhr abends und dann um 11 Uhr abends der französische Präsident hat den Ausnahmezustand verhängt. Danach hat der Premierminister bekannt gegeben, dass es ein Gesetz geben würde, dass über das die nächste Woche darüber abgestimmt werden würde, ob dass man diesen Ausnahmezustand erstmal noch ohne Limit verlängert für 3 Monate. Und das, es gab nur 6 Stimmen dagegen. Und das, da, es gab unheimlich viel Druck vom Premierminister und dem Innenminister. Nun schauen wir mal, was dieser Ausnahmezustand bedeutet. Also das ist einfach keine Trennung mehr zwischen den Staatsmächten. Das ist etwas sehr eine große Ausnahme. Es erlaubt die Polizei, Suchen zu machen, 24 Stunden am Tag, ohne einen Richter und auch Hausarresten. Leute können gezwungen zu Hause zu bleiben und dürfen nicht ein bestimmtes Gebiet verlassen. Websites können geschlossen werden. Es gibt auch neue. Letzten Monat gab es eine andere Information, also elektronische Durchsuchungen gab es, darf man machen in jedem System, das während einer Polizeidurchsuchung zugänglich ist. Das bedeutet, wenn die Polizei zu dir kommt und er kennt von deinem Computer andere Computer zugreifen, dann kann er die Daten auf diese andere Computer auch kopieren. Und Webseiten können direkt geblockt werden durch eine Entscheidung des Innenministers. Und es gibt noch Teile, in der es um die Auflösung von offiziellen Gruppen und Organisationen gibt, ohne irgendein Urteil von einem Richter. Also auch nach dem Ende des Ausnahmezustands. Und all diese Dinge passieren ohne die Urteile von irgendwelchen Richtern. Das sind nur die Geheimdienste, die diese Dinge tun. Und sie müssen überhaupt nichts beweisen, bevor sie irgendeines von diesen Dingen tun können. Bevor sie eine Webseite blocken wollen oder bevor sie jemanden unter Hausarrest stellen oder eine Polizeidurchsuchung durchführen. Nun, lass uns ein paar Zahlen über das, was passiert ist, betrachten. Die Zahlen wurden von der Assemblée Nationale gegeben. Sie sind von Dezember 17. 2700 Polizeisucher, 368 Hausarreste und keine blockierte Webseite. Das ist interessant. Obwohl das Internet immer als größtes Problem dargestellt wird. Und wir haben uns entschieden, das ganze Desaster zu dokumentieren im Wiki von La Quadrature mit der Hilfe von Leuten im Netz. Und jeden Tag, jeder Artikel, der darüber geschrieben wird, über diesen Ausnahmezustand, all das wird gecrowdsourced und in so einem Wiki gesammelt. Und für uns ist das sehr wichtig. Und es geht uns darum, das Wissen um diese Maßnahmen bei den Leuten und zu erhöhen. Als wir dieses Desaster dokumentiert haben, haben wir realisiert, dass die Ziele von diesem Hausarrest waren nicht unbedingt Terroristen, aber das waren einfach jeder. Jeder ist betroffen, der angeblich eine Gefahr für öffentlichen Frieden oder von der Polizei und der Innenminister als gefährlich gestuft wird. Anarchisten, Klimaaktivisten. Und während der Konferenz, die COP21, waren die Demonstrationen verboten.
Also das waren nicht nur Terrorismus, sondern viel breit gefächert. Und es gibt offensichtlich eine Logik dahinter. Alle Gesetze, die wir, worüber wir gesprochen haben, es ist ganz klar eine Minority Report Logik, ja, oder Art zu denken. Die wollen einfach die Kriminalität verhindern, bevor es passiert. Ja, die wollen nicht einfach durch die administrative Wege gehen, sondern Shortcuts nehmen. Also wer kommt als nächstes dran? Also wir sind etwas, wir haben Angst, die Ziele zu sein in der nächsten Phase. Zum Beispiel gibt es diese Phase, wo Organisationen und Gruppen aufgelöst werden können, wenn sie gefährliche Aktionen erleichtern. Also wir haben uns gefragt, wenn wir zum Beispiel eine Tor-Exit-Note bereitstellen und Entschlüsselung bereitstellen, erleichtern oder unterstützen wir? Das wissen wir nicht. Und das ist auch Teil des Problems. Wenn die Polizei entscheiden kann für die Gesellschaft, wer gefährlich ist und wer nicht gefährlich ist, dann kann man nicht wissen, ob man zum Ziel wird oder nicht. Und das ist ziemlich schlimm. Aber das ist nicht genug. Es gibt eine Verfassungsreform, das wurde angekündigt. Es wurde angekündigt bei den Attacken, aber das ist jetzt vor ein paar Tagen aktuell. Das sind zwei Sachen hauptsächlich. Erste Sache, der Notstand wird in die in die Verfassung geschrieben. Es ist sehr wichtig, nicht, damit diese Sachen nicht von Richtern nachher runtergenommen werden können. Und ab jetzt, es gibt eine große Debatte über die zweite Maßnahme, und zwar der Verlust der Staatsbürgerschaft. Es ist eine Riesenänderung der französischen Gesellschaft. Die Idee kommt vom Rechtsextremen. Ja, und die Diskussion, es geht besonders um neue terroristische Angriffe. Und die Regierung nutzt es, um das Parlament dazu zu zwingen, diese Reformen diesen Reformen zuzustimmen. Und vermutlich wird über diese Sachen unter diesem Ausnahmezustand zugestimmt. Und es gibt einige Sachen, die vor einigen Tagen verkündet wurden. Und es geht mal wieder um Terrorismus und organisiertes Verbrechen. Und das wird vermutlich im Januar oder Februar diskutiert werden. Und was wir vorhersehen, sind weitere Attacken gegen Verschlüsselung, Bürgerrechte, besonders online. Denn Politiker wollen nicht verstehen, was Privatsphäre online bedeutet. Es ist einfacher für sie, das einfach nicht zu wissen. Worum geht es eigentlich hier? Es gibt eine Schockdoktrin zu implementieren, einen Ausnahmezustand, der zu permanenter Zustand wird. Es gibt der Wille, die Richter einfach aus dem Prozess auszukappern, mehr Macht in die Polizei, mehr Macht für die Geheimdienste zu geben und einfach mehr und mehr Druck auf das Internet. Ja, genau. Das Internet wird immer als Propagandatool für die Terroristen dargestellt von den Politikern. Und wir denken, dass diese Counter-Terrorism-Dinge, dieses scheint die neue Politik der französischen Regierung zu sein. Und das ist vermutlich auch ein Zeichen der generellen Krise von der Demokratie in Frankreich. Also wir müssen adaptieren. Wir müssen eine Strategie finden, um uns zu wehren. Also erste Sache, es gibt keine digitale Freiheit, es gibt nur Freiheit. Man muss die Schockdoktrin einfach ablehnen, einfach wach bleiben, sich schützen, die Situation verstehen, Leute Werkzeuge geben. Und du musst vorhersehen, dass diese Sachen passieren. Und man muss aufpassen, wie diese Diskussionen verlaufen und von der Regierung gesteuert werden. Und seit Beginn dieses Jahres bedeutet, also in La Quadrature und anderen NGOs, also für uns bedeutet es auch, dass wir systematische Kampagnen brauchen, auch wenn wir wissen, dass wir verlieren. Weil es sehr wichtig ist, die Fakten zu dokumentieren. Es ist sehr wichtig, unser Storytelling, unser Narrativ über diese Ereignisse aufzubauen. Und nicht nur, es nicht den Regierungen zu überlassen, diese Geschichten zu erzählen. Und wir müssen immer wieder diese Dinge, diese Institutionen verklagen und in jedes Gericht gehen und vor jedes Gericht ziehen. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir dieses Desaster dokumentieren.
Also wir nehmen an, dass wir dieses, also wir müssen dieses Desaster dokumentieren, wie wir es zum Beispiel mit dieser Wiki-Seite getan haben. Und mehr als alles andere bedeutet es auch, dass wir Koalitionen bilden müssen. Wir müssen Koalitionen bauen mit Organisationen, mit denen wir normalerweise nicht arbeiten. Denn wir müssen die Grundlage der Opposition vergrößern. Wir sind nicht allein. Das ist nicht nur eine digitale Sache. Wir sind alle betroffen. Eine letzte wichtige Sache. Bitte betrachtet Frankreich, aber es könnte auch in eure Länder passieren. Ja, also wach bleiben, als wir sprechen. Es gibt Länder, die benutzen, was in Frankreich passiert, um dieselbe Patterns zu führen. Schockdoktrin. Hey, das ist das Land der Menschenrechte. Warum können wir nicht dasselbe machen? Aber es tut mir leid, sogar das Land der Menschenrechte kann ein Polizeistaat werden. Also ein paar Wörter, ein Rat für euch. Bleibt gesund, helft each other, helft einander und Augen auf. Okay, vielen Dank euch beiden. Ich werde noch mal kurz nachschauen mit der Zeit. Wir haben noch 4 Minuten, aber ich weiß, dass ihr auch noch ein weiteres Q&A hiernach machen werdet, weil es hier nicht wirklich viel Zeit gibt. Ja, es war sehr kurz, 40 Minuten ist sehr kurz, über diese ganzen Details zu sprechen. Es gibt die Möglichkeit, mehr Zeit dazu. Also Hall A1 in 20 Minuten. Wir werden eine Diskussion, eine Session haben. Und wir werden auch mit anderen Leuten von La Quadrature und verschiedenen französischen das NGOs noch reden. Halle A1. Und ansonsten kommt zum Teehaus, habt einen Tee mit uns. Vielen Dank.